Ja, liebe Zuschauer, jetzt Hinnerk Baumgarten, ich grüße Sie vom NDR. Es ist so toll, ich habe Sie neulich bei RTL gesehen, aber es waren die letzten Sekunden und ich dachte, ach wie schade, worum ging es denn da gerade? Wahrscheinlich ging es um mein aktuelles Buch, Younger Schön. Than Ever, was gerade erschienen ist. Ja. Es geht um die Erlebniswelt eines 50-Jährigen und ich sage ja immer wieder, man soll nicht immer über andere lachen, sondern man soll auch mal über sich selber lachen. Also Sie meinen Ihren jüngeren Bruder oder wie man? Ja, genau. Und da haben wir viele Themen, habe ich da aufgegriffen. Okay. Also es geht da auch, und es geht unter anderem, deswegen war es auch wahrscheinlich bei RTL, ich sag mal, diese Anspielung verstehe ich. Aha. Es ging um eine Episode in dem Buch, in die ich beschreibe, wo ich mal vor 15 Jahren oder wie auch immer mit meiner damaligen Freundin am Anfang ein paar sexuelle Probleme hatte. Ach so. So. Und da habe ich... Oh, jetzt kommt mir ein Bild mir nicht auf. Jetzt habe ich auch was gelesen. Und da hatte ich tatsächlich... Hilfsmittel. Und da habe ich an einem Abend, weil man war verliebt, man war natürlich aufgeregt und so weiter, es lief irgendwie nicht so richtig und dann kommt so ein bisschen das Selbstbewusstsein, leidet darunter. Ja, natürlich. Und da habe ich einfach mal Viagra benutzt abends. Das geben Sie jetzt einfach mal so vor der Kamera zu. Ja, warum denn nicht? Sie war abends in der Dusche, ich im Bett, hatte schon geduscht und denke mal, Viagra wird es jetzt mal richten, damit das endlich mal klappt. Wird's richten, ja. Das Einzige, was passiert, sie kommt rein aus der Dusche ins Schlafzimmer. Und was kommt raus? Guckt mich an und sagt, warum hast du eigentlich so einen roten Kopf? Oh nein, ja. Okay. Also da war natürlich jetzt mal von meiner, da war nichts mehr, da lief gar nichts mehr. Also dann hilft doch kein Viagra mehr, ja? Hilft kein Viagra mehr, das ist ja nur noch blutdruckfördernd. Okay. Und denn, ich konnte kaum schlafen, weil natürlich der Blutdruck relativ hoch war die Nacht. Aber das war die Episode, die ich mit Viagra hatte. Gott sei Dank haben wir das irgendwann hinbekommen durch, ich sag ja immer wieder, es ist tatsächlich so, der Hänger. Durch Camagra. Die Hängepartie hat nie was mit der Frau zu tun. Die Hängepartie ist immer im Kopf, im Kopf des Mannes. So. Und ich sag mal, da kann Viagra helfen, so eine gewisse Sicherheit zu geben. Aber in unserem Fall war es halt so, dass wir dann irgendwann mal ein Hotel genommen haben, Ortswechsel. Durch Zufall ging es einfach, durch Zufall, witzigerweise. Und dann war alles in Ordnung. Aphrodisiakum oder sich, ja. Aber wir haben uns trotzdem irgendwann mal getrennt. Aber geht es da um auch Midlife-Crisis oder worum geht es denn da in dem Buch? In dem Buch geht es darum, einfach dieses Lebensgefühl der 50er mal abzuholen. Mhm. Weißt du bist 50 und früher habe ich auch immer gedacht, ab 50 ist eigentlich Ende im Gelände. Tote Hose. Ja, tote Hose. Nee, es geht noch. Und ich sage immer wieder, da geht noch was. Ah, okay. Weil es gibt ja so ein paar verrückte Dinge, die auch 50-Jährige noch machen. Zum Beispiel während der Pandemie. Meine Freundin lebt in Polen. Ja. Und das ist natürlich während der Pandemie mit geschlossenen Grenzen. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Das ist natürlich nicht so einfach. Nee, natürlich nicht. Was machst du dann da als Mann? Selbst Hand anlegen. Also außer, in dem Bereich haben wir auch mal Videotelefonie gemacht, das gebe ich zu. Das ist eine Erfahrung, die man mal machen sollte. Ich bin gerade überfordert. Aber was ich denn gemacht habe, um sie zu sehen, ist, ich bin an die Grenze gefahren mit einem Journalistenausweis und habe gedacht, ich könnte darüber. Da wurde mir nur gesagt, Border is closed. Okay. Und was habe ich dann gemacht? Auf der Raststätte habe Trucker gefragt, die gerade zurückkamen aus Polen. Und die haben mir gesagt, ja, da musst du richtig Trucker sein, musst einen Auftrag haben, offiziell und so weiter, alles Taco sein, dann kannst du darüber, ohne Quarantäne. Und das hast du gemacht? Und da habe ich mir einen Gewerbeschein, ich habe mir einen Gewerbeschein besorgt, ich habe mich angemeldet als Gewerbeschein, habe mir einen Auftrag besorgt, wir haben Freunde, Lübeck, Danzig, da gibt es eine Verbindung. Auch einen Führerschein für... Und für die habe ich, hab ich in so einem Lieferwagen greifend transportiert und bin tatsächlich offiziell als Trucker über die Grenze gefahren. Und seitdem ist nichts mehr beim NDR, ne? Ich meine, die werden ja gesucht, also händeringend gesucht. Also ich sag mal, seitdem habe ich umgeschult auf Trucker. Ja, das ist eigentlich gerade. Das die werden ja händeringend gesucht, die ganzen Truckerfahrer. Ja, ich kann nur sagen, kommt zu mir in die Ausbildung. Und dann bleibt ja auch ein Moderatorenplatz für mich frei, also das kann ist ich dann nahtlos. Habe ich schon vorgeschlagen. Ich finde es ja so süß, so toll. Habe ich erst vorgeschlagen. Nee, bei Midlife-Crisis ist kein Thema, weil 50, man denkt doch immer, irgendwann muss ja mal die Midlife-Crisis. Nee, mal ernsthaft, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich bin ja schon nach der Midlife-Crisis. Ja. Naja, 50 ist so wie 40 heute und 40 ist wie 30, ist immer diese Sprüche, ne? Ja, ich will ja 90 werden, also insofern zähle ich zurück. Der nächste Geburtstag wird noch 35 heißen. Und ich bin, weißt du, ich sag ja immer wieder, lieber älter werden als nicht. Okay, und nochmal eine Frage, gibt's bei dir auch solche Quiz-Sendungen oder irgendwelche Formate, die dir angeboten und zugetragen wurden oder wo du selbst mal initiiert hast, mal irgendeine Show, ein neues Format zu machen? Ich meine, das ist ja mal naheliegend, oder nicht? Also ich habe ja mehrfach angeboten, dass ich Wetten, das machen könnte. Und guten Tag, Abend. Wetten, dass da gleich jemand durchs Bild gegangen ist. Und
Ich hab das gemacht, angeboten. Ja. Und dann gab es die Sendung nicht mehr. Ja. So, schade. Also, weil sie hätten mich sonst genommen. Und ansonsten sage ich immer bei Quiz-Sendungen, oh, da bin ich selber zu doof zu. Oder Sportformate oder. Wie Sport. Gibt es da noch anderes, sag ich mal, ein anderes? Ich meine, das sind ja alles immer so lokale Themen und auf der roten Couch. Und ja, das ist ja schon. Das sind wir schon international. Ich meine, wenn wir Bob Geldorf hatten, hallo. Ich wollte nur sagen, ob es noch eine breitere Aufstellung gibt am Markt. Ich versuche ja die ganze Zeit, eigentlich duzen wir uns ja. Ich versuche ja die ganze Zeit bei dir irgendwie unterzukommen. Ja, oder ich bei dir. Also wir machen eine Spielshow und ich bin dann sozusagen dein Antagonist. Du bist der Protagonist, sehr gerne. Ich bin dann der Antagonist. Sehr gerne. Ja? Hinak, empfehle mich mit Herrn hier, unserem Intendanten Lutz Marmor, kam ich super klar. Herrn Knut kenne ich noch nicht persönlich. Wo ist denn Lutz? Weiß ich nicht, aber Herr Knut ist doch jetzt der Neue. Ich weiß, wo er ist, in Rente. Okay, aber Herr Knut. Ja, super Mann. Ja, den müssen wir dann mal klar machen, wir beide. Herr Knut ist natürlich ist ein guter Mann, also verwaltungstechnisch sehr gut aufgestellt. Mhm. Und ich denke mal, mit deiner Hilfe wird ja auch Kreativität noch mehr kommen. Also ich danke, dass du mir so in so viel Glauben in mich hineinsetzt, aber dann versetzen wir beide Berge. Hinak und Sina, ich danke dir erstmal für diesen Vorschuss, Vertrauensvorschuss. Ja? Danke dir.